Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Es ist hier noch drauf. Hier ist die Briefmarke noch drauf. Die blaue Mauritius. Dieses Blatt. 4000 Euro. Das ist insane. Es gibt weltweit, glaube ich, nur noch 2 Exemplare. Oh mein Gott. Passt auf, Leute. Viele von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, der Pokémon-Hype ist gerade unglaublich riesig. Ich habe mir also jetzt im Internet, meine Freunde, eine riesige Diddle-Box bestellt. Pokémon-Karten, habe ich auch noch ein paar Booster. Öffnen wir im nächsten Stream. Ich habe die Sleeves noch nicht bekommen. Deshalb, meine Freunde, habe ich mir Diddle-Blätter und Diddle-Geschichten im Wert von über 100 Euro bekommen. Passt mal auf, ich mache das jetzt wirklich. Es ist ein absolutes Meme, Leute. Es ist ein absolutes Meme. Ich erwarte mir hier keinerlei großartige Gewinne raus. Trotzdem finde ich es extrem funny und wir schauen uns jetzt einfach mal hier kurz an, was hier so drin ist. Und Leute, ich sag's euch, diese Sammlung ist extrem riesig und sorgfältig. Wir haben hier wirklich Dinge drin, wie Duftblätter sind hier drin. Also ich riech's jetzt schon, das sind Duftblätter. Es sind wirklich so viele verschiedene Diddleblätter hier drin, meine Freunde. Wir können ja mal ganz kurz durchschauen. Das Gute bei Diddleblättern ist, die zerkratzen nicht. Das heißt, sollte jetzt hier ein Rare Holo Diddle dabei sein, ja? Dann können wir mal schauen. Generell ist zu sagen, meine Freunde, Diddleblätter haben kein normales Centering, ja? Weil die meistens einen Rand haben, der super, super, super schwammig halt ist. Es gibt kein richtiges Centering. Die Kästchen haben eine wellige Form und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Also es gibt da nicht diese ganzen Geschichten. Es gibt auch bei Diddleblättern gibt's Fehldrucke. Diddleblätter sind einzeln. Die sind meistens nicht von einem Block. Ja, das sind meistens einzelne Blätter. Es gibt auch verschiedene Artworks. Ne? Und wir können ja mal einfach durchgehen. Ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einfach diese Diddleblätter gekauft. Ich weiß auch gar nicht, was das hier soll. Wir haben erstmal verschiedene Formate. Wir haben diese DIN A5 Formate. Dann haben wir diese Notebook Formate. Und dann haben wir natürlich ganz klar die normalen DIN A4 Formate. Ne? Es gibt dann auch noch so ein paar Geschichten wie die hier, die halt ein größeres Artwork haben als andere. Oder das hier zum Beispiel, was halt auch ein riesiges Artwork hier oben hat. Da sind auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die sicherlich interessant sein können. Wir können auf jeden Fall schon mal schauen. Ich glaube, der erste Ordner ist schon mal ganz nett. Im ersten Ordner hier diese Tafelgeschichte. Davon gab es mehrere Auflagen. Einmal in der männlichen Mausauflage, einmal in der weiblichen scheinbar, einmal in rosa, einmal in gelb. Super erhalten. Ich würde mal sagen, die hier 10, 20, 30.000 um den Dreh. Wichtig ist, dass die raren Blätter meistens halt irgendwas mit Gold haben. Das sind entweder Duftblätter oder halt die tatsächlich, die wirklich extrem hervorragend noch riechen. Das muss man sich vorstellen. Ja, die sind teilweise auch über 20 Jahre alt. Und wenn die ihren Geruch so lange halten, meine Freunde, dann kann man da auf jeden Fall in die Verhandlung reingehen. Ich zeige alle Blätter mal. Wir haben hier einmal das am See. Hier nochmal das Ganze mit einer Wiese. Das ist auch eine Kollektion, ebenso wie hier die Schulkollektion mit den beiden. Ne? Dann haben wir hier die kleinen Blätter. Das hier ist, glaube ich, ein Duftblatt gewesen. Das riecht auf jeden Fall noch. Wir haben hier auf jeden Fall noch verschiedenste Artworks aus verschiedensten Jahren. So, der erste Ordner auf jeden Fall, würde ich schon mal sagen, schon mal Big Profit. Das Gute ist auch an der Stelle, meine Freunde, dass die Diddleblätter tatsächlich hier nicht großartig in der Qualität leiden, sondern tatsächlich ihre Qualität ordentlich beibehalten. Es sind nur mal Papierblätter und keine Karten, die zerkratzen können. Vielleicht haben wir aber auch Glück und finden hier in dieser ganzen Sammlung noch ein Rare Holo-Blatt. Es gibt nämlich auch tatsächlich Diddleblätter, man will es nicht glauben, mit goldener Inschrift drauf, meine Freunde. Wenn wir davon eins ziehen, dann mache ich den Stream aus und habe Rente vorgesorgt und werde mich nie wieder um irgendwas anderes in meinem Leben kümmern müssen. Oh, Leute. Oh, hier haben wir was ganz Interessantes. Hier haben wir was ganz, ganz Interessantes, Leute. Und zwar sind das Diddleblätter mit einer Pressform. Seht ihr das? Das sind Blätter, Leute, die eine Form haben. Ey, wow. Ist es ernst oder ist es ein Joke? Die sind nicht so geschnitten, die haben so eine Form. Seht ihr das, meine Freunde? Die sind wertvoll. Die sind extrem wertvoll. Da liegt das Geld begraben. Auch hier wieder wunderschöne Artworks, ja. Verschiedenste Artworks. Hier eine Geburtstagsedition. Rare Limited Geburtstagsedition, meine Freunde. Die geht auf dem internationalen Markt für bis zu 40.000 Euro weg tatsächlich. Also diese Blätter hier auf jeden Fall mit ordentlicher Vorsicht behandeln. Hier auch wieder zu beachten, ne? Verschiedenste Pressformen im Blatt. So, dann hier, meine Freunde. Wir suchen noch nach wie vor goldene Blätter. Wir suchen ein goldenes Blatt. Hier, meine Freunde, ganz, 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 ganz weird. Das Rare Dating Blatt, ja. Hier mit Yes, No, Maybe, Let's See. Ja? Ganz, ganz schön auch hier wieder das Artwork mit so einem kleinen Aquarell-Kreide-Gedicht drauf oben. Ja, man sieht das hier vielleicht so ein bisschen. Sehr, sehr schön. Auch hier wieder sehr, sehr selten. Und wir bewegen uns hier auch wieder in diesem Paket bei einem ungefähren Profit von, ich denke mal, 40 Euro. Ja, hier haben wir eins. Das riecht. Ja. Das. Kaugummi. Kaugummi Rare. Kaugummi Rare, meine Freunde. Unglaublich. Das, meine Freunde, das ist ein Hit. Das ist ein Hit, den wir hier gelandet haben. Wir schauen mal weiter durch, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Aber ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall schon mal big abgecashed. Digga, Kaugummi. Kaugummi-Geruch. Das kommt hier direkt mit in die Hülle rein, meine Freunde. Jetzt hier, meine Freunde. Achtung. Ultra Rare Pokethroughs, meine Freunde. Ultra Rare
Pokethroughs. Das sind die mit dem Hole in der Mitte, meine Freunde. Die gibt es auf dem freien Markt quasi gar nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, meine Freunde, ja? Die gibt es nicht mehr. Das heißt, ich kann hier einfach meinen Finger durchstecken, wenn ich möchte. Die sind gestanzt. Das sind Einzelexemplare, ja? Und wenn man will, dann kann man das jetzt auch graden lassen, meine Freunde. Ich denke, das hier könnte eine PSA 10 werden. Ich denke mal, da liegen wir auch bei den ungefähr 300 Euro. Zwei Stück davon leider nur drin. Hier wieder Aquarell mit... Oh mein Gott. Ist das... Nein, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Es ist hier noch drauf. Hier ist die Briefmarke noch drauf. Die blaue Mauritius. Die blaue Mauritius, meine Freunde. Die blaue Mauritius der Diddle-Karten. Blätter. Diese Briefmarke lässt sich ausstanzen. Ja, wenn ich will, könnte ich sie jetzt ausstanzen, meine Freunde. Die blaue Mauritius der Diddle-Karten. Dieses Blatt. Dieses Blatt, meine Freunde. Wenn das PSA 10 grade, dann kriege ich dafür wirklich... 4.000 Euro. Das ist insane. Das ist sogar noch drin. Im Normalfall findet man das nämlich nur ausgestanzt. Es gibt weltweit, glaube ich, nur noch zwei Exemplare, die diese Briefmarke noch drin haben. Das ist insane. Hier auf jeden Fall keine Rares mehr. Aber oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, der Rare, oh mein Gott, der Diddle-Wunsch-Weihnachtszettel. Der Diddle-Wunsch-Weihnachtszettel. Unausgefüllt. Weihnachtswunschwetter, so brav war ich dieses Jahr. Etwas brav. Hier kann man einzeichnen, wie brav man gewesen ist. Da, hier. Leute, wenn das PSA 10 geht, dann... Sehr, sehr starkes Pack hier, meine Freunde. Blau Mauritius, zwei Pokethroughs und der Weihnachtszettel. Das ist verrückt. Wir haben hier einen unglaublichen Pull gerade gelandet. Checkt ihr das, meine Freunde? Das ist insane. Wenn die richtig gegradet werden, Leute. Extrem, extrem geil, wirklich. Hier nochmal der Datingzettel. Okay, letztes Pack, Leute. Ziehen wir ein Diddle-Gold-Blatt. Die hier suchen wir, Leute. Die hier suchen wir. Da unten das Gold. Noch keins von gefunden. Seht ihr das? Den Holo? Den Stain? Das brauchen wir. Keins mit Goldprägung dabei. Keines. Weder DIN A4 noch DIN A5. Alle wieder hier mit schönem Umriss. Klar. Nein, Leute. Nein. Aber egal. Egal. Wir haben auf jeden Fall trotzdem mit den ganzen Umgerissenen haben wir ordentlich Profit gemacht, Leute. Das sind Blätter, die es so, wie gesagt, auf dem freien Markt... Gott, oh nein. Auf dem freien Markt nicht mehr so zu kaufen gibt, ja. Ich habe die durch einen Schwarzhändler, also den Schwarzmarkthändler halt... erhalten. Ich muss auch sagen, das Pack hier, das ist meine Rentenversicherung. Ja, das ist meine Rente hier. Wunderschön, wirklich. Alles in allem wunderschön. Schade, dass wir kein Goldes dabei hatten, aber wir gehen weiter. Wir werden das Rare Holo Diddle-Blatt noch ziehen, ich sag's euch. Es ist insane, ja. Wenn ich das Ganze jetzt graden lasse, wenn ich die wirklich einschicken lasse zum Graden, Leute, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen um meine Rente, ehrlich. So, die restlichen Pokémon-Karten und die Mystery-Boxen, wie gesagt, die hier alle, die machen wir auf, wenn ich Zeit habe und die Sleeves da sind. Und die Mystery-Box-Pokémon machen wir auch dann auf, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich für euer Interesse an diesem wunderbaren Thema. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Auf Wiedersehen.